Sie zur Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen am Tag nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen mit der Parteivorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dem Vorsitzenden der CDU Brandenburg, Ingo Senfleben, und dem Vorsitzenden der CDU Sachsen und Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer. Frau Kramp-Karrenbauer beginnt. Lieber Ingo, lieber Michael, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen hier am Tag nach einem wichtigen und nicht einfachen Wahlsonntag, nach einem schwierigen Ergebnis. Ein Ergebnis, das ist heute auch im Präsidium und im Bundesvorstand deutlich geworden, dass wir alle, dass ich, sehr ernst nehme. Wir haben seit Monaten gewusst, dass das keine einfachen Wahlen werden. Wir haben gewusst, wir müssen kämpfen um jede Stimme. Und wenn man sich alleine die Zahl der sehr knappen Wahlkreise anschaut, dann ist das eine Bestätigung. Wir haben auch gewusst, dass das Jahr 2019 mit der Europawahl, mit der Sachsenwahl, der Brandenburgwahl und auch der Wahl in Thüringen kein einfaches Jahr für uns ist, dass es ein Hürdenlauf ist und zur Wahrheit gehört. Manche dieser Hürden haben wir auch nicht so genommen, wie wir uns das selbst vorgenommen haben. Umso wichtiger ist, und auch das ist heute sehr deutlich gesagt worden im Präsidium, im Bundesvorstand, der gestrige Tag ist ein Signal für uns, ist ein Signal für die CDU, die begonnene Erneuerung weiter voranzutreiben, und zwar mit aller Konsequenz. Wenn man sich die Zeit von 2017 bis heute noch einmal vor Augen führt, dann muss man feststellen, das sind keine einfachen Monate gewesen. Nach einer nicht einfachen Bundestagswahl, eine schwierige Regierungsbildung, ein Jahr 2018, in der wir vor allen Dingen mit uns selbst beschäftigt waren, das Jahr 2019 bisher habe ich erwähnt. Und wir wollen, und das haben wir ja uns auch vorgenommen und auch so aufgesetzt, wir wollen insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten, vor allen Dingen bis zu unserem Parteitag, die Themen der Erneuerung, der Modernisierung, die wir uns vorgenommen haben, wie die Frage, wie man einen Klimaschutz in Deutschland machen kann, der auf Innovationen setzt, der wirtschaftsfreundlich ist, der die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, kurz, der eine christdemokratische Handschrift hat, wie wir unsere Digitalkarte für Deutschland aufstellen, wie wir unsere Wirtschaft so weiterentwickeln, dass sie dynamisch nach vorne die Gewehr und die Abwehrkräfte gegen Rezessionen hat, mit einem neuen Kommunikationskonzept, das jetzt bei der nächsten Gremiumssitzung vorgestellt werden wird, und einem Arbeitsparteitag Ende November und der Arbeit am neuen Grundsatzprogramm, die dort einen weiteren Schritt nimmt, dass wir diesen Prozess konsequent und mit aller Dynamik vorantreiben. Diese Erneuerung geht über die Schritte zuhören, verstehen, diskutieren, entscheiden. Wir haben im vergangenen Jahr zugehört, wir haben vieles verstanden, wir sind dabei, vieles auch noch zu diskutieren, aber wir werden jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, und vor allen Dingen werden wir dann auch dort, wo wir in der Bundesregierung die Möglichkeit haben, anpacken, denn die Wahlergebnisse gestern haben ganz deutlich gemacht, dass es genau das ist, was die Menschen auch von uns erwarten. Wir ziehen, wie ich es eben gesagt habe, durch, was wir vereinbart haben, und wir werden morgen hier an dieser Stelle in diesem Haus mit unserem Werkstattgespräch zum Klimaschutz damit beginnen. Es wird die Digitalcharta folgen, der Antrag zur nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft für unseren Parteitag. Mit der richtigen Haltung, mit Mut, Optimismus werden wir die Zukunftsthemen anpacken, und wir werden dabei nicht spalten, sondern Brücken bauen, denn das ist unsere Marschrichtung. Und genau mit dieser Marschrichtung, genau mit dieser Haltung hat Michael Kretschmer, haben die Freunde in Sachsen die Bürgerinnen und Bürger dort überzeugt. Der Wahlsieg von Michael Kretschmer macht deutlich, es geht darum, dass nichts schöngeredet wird. Es geht darum, anzupacken. Es geht darum, zusammenzuführen. Es geht darum, die entscheidende Frage zu beantworten: Wem vertrauen die Menschen die Zukunft, ihre Zukunft an? Michael Kretschmer hat genau hierfür ein Angebot gemacht, und ich gratuliere ihm ganz herzlich und allen Freundinnen und Freunden der CDU in Sachsen zum wirklich hart erkämpften, aber vor allem hochverdienten Wahlsieg.
Und ich danke auch Ingo Senftleben ganz herzlich und allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern der CDU Brandenburg für einen wirklich unermüdlich und engagierten Einsatz. Viele von uns, auch aus den Bundesgremien, haben sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg geholfen im Wahlkampf und sich mit engagiert. Ich sage aber genauso deutlich, und ich weiß, dass wir uns da einer Meinung sind, das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen. Aber wir müssen anerkennen, dass die Polarisierung in Brandenburg zwischen dem Ministerpräsidenten, zwischen der SPD und der AfD im Kampf um Platz 1 wenig Luft ließ, wenig Luft für die landespolitische Agenda, für die Agenda auch einer positiven Veränderung. Umso wichtiger ist es jetzt, dass es auch in Brandenburg darum geht, die Zukunftsthemen anzupacken. Die Bereitschaft zum Gestalten hat Ingo Senftleben sehr deutlich gemacht. Und er hat dabei die volle Unterstützung des CDU-Präsidiums und des CDU-Bundesvorstandes. Für Brandenburg geht es jetzt darum, eine stabile Regierung zu gestalten und die CDU als Stimme der Vernunft in die Verantwortung mit einzubeziehen. Es liegt jetzt auch an den Verantwortlichen vor Ort, dafür zu sorgen, dass es in Brandenburg keine rot-rot-grüne Regierung gibt. Der Bundesvorstand hat Ingo Senftleben und die Freundinnen und Freunde in Brandenburg ausdrücklich ermuntert und ermutigt, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Wir gehen in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate, in die Wahlkämpfe mit einer klaren Haltung. Wir kämpfen um jeden Wähler, denn wir machen Politik für alle Wählerinnen und Wähler, egal ob sie uns ihre Stimme gegeben haben oder nicht. Aber gleichzeitig halten wir den Kurs der klaren Abgrenzung zur AfD und deswegen gilt auch weiter der Beschluss, dass es mit der AfD keine Regierung geben wird. Dieser Kurs ist notwendig und dieser Kurs ist richtig. Wir grenzen uns in aller Deutlichkeit ab gegen eine Haltung, die sich auf das Schlechtreden und Angstmachen konzentriert. Stattdessen bauen wir Brücken, wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht. Das gilt für Sachsen, das gilt für Brandenburg, das gilt für die Bundes-CDU. Auch das eine gemeinsame Haltung, die heute im Präsidium und im Bundesvorstand deutlich geworden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senftleben, bitte. Ja, vielen Dank, liebe Annegret, lieber Michael. Meine Damen und Herren, natürlich sind wir enttäuscht über das gestrige Ergebnis in Brandenburg und natürlich bin ich da als Spitzenkandidat und Vorsitzender der Partei zuallererst verantwortlich und werde mich auch dieser Verantwortung stellen. Das heißt aber auch, dass ich verantwortlich bin dafür, welchen Kurs wir jetzt in Brandenburg weiterhin einschlagen. Und deshalb ist für uns relativ klar, wir haben im Wahlkampf für Themen gestanden, für Inhalte gestanden. Wir wollen Brandenburg besser machen im Bildungsbereich, mehr investieren in Infrastruktur, mehr investieren in innere Sicherheit. Und jetzt geht es darum, diese Themen auch umzusetzen in einer möglichen Regierung. Wir haben festgestellt, dass wir als Union in Brandenburg zerrieben wurden an dieser einen spannenden Frage, nämlich wird die AfD stärkste Kraft in Brandenburg oder nicht. Das hat uns nicht geholfen, übrigens auch nicht den Grünen, auch nicht den Linken, sondern es hat am Ende nur der SPD geholfen in Brandenburg. Und deswegen gilt es das Ergebnis auch zu akzeptieren. Aber wir sind auch angetreten für einen Politikwechsel. Und wir werden diesen Gesprächen uns offen zeigen, die jetzt auch stattfinden werden. Die CDU Brandenburg wird nur eine Regierung eintreten aufgrund der Ergebnisse mit SPD und Grünen. Andere Optionen wird es in Brandenburg definitiv nicht geben. Und was wir erreichen wollen, ist, dass ein Politikwechsel in Brandenburg stattfindet. Und wie eben schon gesagt, wir müssen als Parteien, als Politik Brücken bauen. Wenn man sich mal anschaut, die Ergebnisse in Brandenburg, wird man feststellen, dass die AfD gerade da stark ist, wo Menschen wenig zu Hause sind, auf dem flachen Land, in Grenzregionen, gerade auch zu Polen, Stichwort innere Sicherheit, aber auch in der Lausitz im Kohlerevier, wo die Zukunftsfrage eine ganz besondere ist. Und aus diesem Grund müssen wir natürlich auch überlegen, wie können wir diesen Menschen in diesen Regionen Sicherheit geben. Und aus diesem Grund müssen wir natürlich als Bundespartei, aber auch als Landespolitik da bessere Themenangebote machen und auch Brücken bauen zwischen Stadt und Land, Brücken bauen zwischen verschiedenen Themen in der Gesellschaft. Und da, glaube ich, können wir in Brandenburg in den nächsten 5 Jahren mit einer stabilen Mehrheit im Landtag auch unseren Beitrag leisten. Und ich will mich noch herzlich bedanken bei der Bundespartei und auch bei der Bundesvorsitzenden. Da wir gut unterstützt wurden im letzten Landtagswahlkampf, ist das für uns
natürlich hilfreich gewesen. Auch hilfreich übrigens klare Worte, die du gefunden hast gegenüber dem ein oder anderen Mitglied unserer Partei, weil ich auch glaube, das Auftreten der Partei ist auch wichtig, geschlossen aufzutreten. Und deswegen geht es auch darum, dass wir zukünftig bei Themen, aber auch bei Inhalten als Partei geschlossen auftreten, weil das Wichtige ist für die Menschen, dass sie auch wissen, woran sie bei der Union sind. Und aus diesem Grund geht es jetzt für uns darum, in Brandenburg diese Aufgaben anzupacken. Und wir werden uns diesen Gesprächen, wie gesagt, nächsten Tag widmen. Und dann hoffen wir, dass wir in Brandenburg innerhalb eines Vierteljahres eine Regierung aufstellen werden, die nächsten 5 Jahre regieren kann. Und übrigens als Hinweis an Sie, wir werden alle unsere Mitglieder als Zivil Brandenburg beteiligen. Wir werden den Regierungsvertrag, wenn es einen geben sollte, mit uns zur Abstimmung stellen, unseren Mitgliedern in einer Befragung. Da geben wir neue Wege auch in Brandenburg. Wir haben gesagt, die Mitglieder dürfen mit Wahlkampf machen, sich mit engagieren, aber auch danach mitentscheiden, wenn es um Inhalte geht. Und deswegen werden wir also als Brandenburger Union in den Mitgliederentscheid einen möglichen Regierungsvertrag am Ende auch mit vereinbaren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kretschmer, bitte. Ja, meine Damen und Herren, es ist ein gutes Ergebnis im Freistaat Sachsen, weil eine übergroße Mehrheit der Sächsinnen und Sachsen ein Parlament gewählt hat, was aus positiven Kräften besteht, was gestalten möchte, was mutig nach vorn gehen möchte. Und für uns ist es ein gutes Signal, dass diese Arbeit der letzten 18 bis 20 Monate, dieses intensive Zuhören, Verstehen und Anpacken wirklich zu neuem Vertrauen geführt hat. Das macht uns Mut für die kommenden Jahre, da noch viel mehr zu erreichen, viel mehr Menschen zu erreichen, auch zu beweisen, dass die Ideen, die Konzepte, die wir haben, am Ende aufgehen und wirklich die Sorgen lösen, die die Menschen uns erzählt haben. Für die CDU in Deutschland kommt es darauf an, dass dieser Hürdenlauf, von der die Frau Vorsitzende gesprochen hat, der uns ja in den nächsten Jahren auch bevorsteht, wenn man ihn gewinnen will, müssen wir klar machen, wir sind eine eigenständige, inspirierende, kluge politische Kraft hier in Deutschland. Auf die großen Fragen, die vor uns stehen, beispielsweise beim Klimaschutz, geben wir Antworten, die nicht aus Verbot und neuen Steuern bestehen, sondern Innovation und Zukunftsgestaltung. Und dafür wünsche ich mir einen wirklich auch intensiven Dialog. Ich bin mir sehr sicher, dass uns das gelingen kann, aber das ist auch genau das, was die Menschen von uns erwarten. Und wenn ich durch das Land gegangen bin und diese Gespräche geführt habe, jetzt 20 Monate lang, dann ja nicht nur um zuzuhören oder zu erklären, sondern aus dem, was ich gehört habe, konkrete Politik zu machen. Und ich habe viele Dinge in Sachsen umgesetzt, andere haben wir noch vor. Mir sind aber auch viele Dinge begegnet, die ganz klar Bundespolitik sind. Und ich finde, wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft, dass wir einen Beitrag dazu leisten müssen, dass diese Balance, die irgendwie besteht, auf der einen Seite Freiheit geben in einem gewissen Umfang und auf der anderen Seite, welche Abgaben es gibt, dass diese Balance nie außer Kontrolle gerät. Die Menschen wünschen sich, die Unternehmer vor allen Dingen, mehr Freiheit, weniger Bürokratie, mehr gesetzliche Regelung des Staates. Und sie erwarten auch von uns, dass die Abgabenlast nicht weiter steigt, sondern dass sie auch am Ende was zurückbekommen, dass diejenigen, die als Leistungsträger in dieser Gesellschaft aktiv sind, das auch spüren, weil wir brauchen sie, wenn wir Innovation betreiben wollen, wenn wir mehr Arbeitsplätze schaffen wollen, wenn wir Weiterbildung machen wollen, brauchen wir genau diese Unternehmen. Und wir sind die Anwälte dieser Leistungsträger in unserem Land. Ansonsten habe ich der Parteivorsitzenden der Bundespartei, den vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bund und aus den Ländern gedankt für eine große Unterstützung, für eine große Gemeinschaft. Auch das hat uns, glaube ich, weiter gestärkt als CDU-Familie, aber auch im Freistaat Sachsen. Dieses Ergebnis macht uns stärker, lässt auch dumpfe ideologische Gräben, die es vielleicht mal gegeben hat, ein Stück weit sich relativieren. Das Entscheidende für die kommenden Jahre ist, zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Und wenn das die Grundhaltung ist, dann werden wir auch eine gute Regierung in Sachsen bilden können. Wir haben Zeit für eine Handvoll Fragen und die habe ich auch schon alle notiert. Die erste geht an Herrn Blank.
Ja, eine Frage an die Vorsitzende, Frau Kamp-Karrenbauer. Welchen Anteil würden Sie sich zuschreiben am Erfolg von Herrn Kretschmer in Sachsen? Und was müsste die CDU und das Adenauerhaus künftig anders machen, auch vielleicht mit Blick auf die Thüringenwahl im Kampf gegen die AfD? Und die zweite, damit eng zusammenhängende Frage, Sie sind ja in so einer Sandwich-Position zwischen den Grünen im Westen und der AfD im Osten. Was ist da Ihr Rezept? Wie kann man da rauskommen? Also zur Frage 1 ganz klare Antwort. Das ist der Wahlsieg von Michael Kretschmer und von den Freundinnen und Freunden vor Ort. Punkt. Und zur Frage 2 und auch mit Blick auf das Thema Sandwich-Position. Die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache und sie besteht darin, dass die CDU aus sich heraus mit ihren eigenen Positionen, mit ihrer Politik auch Werbung macht und in die Offensive geht. Dass wir keinen Wahlkampf machen, der angstgetrieben ist von der AfD, dass wir keinen Wahlkampf machen, der versucht, die Grünen sozusagen zu überholen, sondern dass wir auf der Grundlage unserer Programmatik unsere ganz eigenen Antworten geben. Und dass wir dazu in den letzten Monaten nicht immer in der Lage waren, liegt auch ein Stück daran, dass wir erst relativ spät begonnen haben, uns neben konkreten Handlungen auch im Regieren in der Programmatik mit Fragen wie Klimaschutz oder anderem auseinanderzusetzen. Das nehmen wir zurzeit über den ganzen Sommer mit einer hohen Intensität nach, mit einer großen Beteiligung der Partei. Und wir werden das in den nächsten Wochen jetzt in den entscheidenden großen Themen auch zu Parteientscheidungen und damit auch Grundlagen für Umsetzung, für Regierungshandlungen umsetzen. Mhm. Frau Dunz. Ja, zuerst eine Frage an die beiden Ministerpräsidenten, an die beiden Wahlkämpfer. Zuerst an Sie, Herr Kretschmer, als Ministerpräsident. Sie haben ja vor der Wahl gesagt, Sie möchten nicht mit den Grünen koalieren. Und Herr Senfleben, Sie haben gesagt, Sie möchten nicht mit Herrn Woidke koalieren. Wie werden Sie jetzt das drehen können, weil Sie ja beide letztendlich auf diese Partner angewiesen sind, wenn Sie eine Koalition bilden wollen? Und Frau Kamp-Karrenbauer, wie wird dann diese Kommunikation aussehen, wenn man aus Gehörtem und Gelerntem entscheiden will? Sie wollten ja in der Diskussion um das Grundsatzprogramm auch mal eine Antworttour geben. Wird das mit Ihrem Amt als Verteidigungsministerin zeitlich überhaupt machbar sein? Wie konkret wird die Kommunikation mit den Bürgern sein? Mhm. Herr Kretschmer. Ja, es gibt eine Zeit vor einer Wahl. Und es gibt das Wahlergebnis. Und vor der Wahl geht es darum, zu sagen, was man selber möchte, warum man ein unterschiedliches politisches Konzept hat, was man auch bei anderen falsch sind, wo man sich unterscheidet. Und das haben wir, ich glaube, mit großer Klarheit, aber auch Fairness in diesem Wahlkampf gemacht. Ich finde, wenn man die Wahlergebnisse ansieht, der Konkurrenten, zumindest an dieser Stelle, gar nicht so erfolglos, weil am Ende schon klar geworden ist, dass wir eben eine Partei sind, die auch schon aus dem christlichen Fundament heraus für Umweltschutz, für Klimaschutz sind. Wir haben die Umweltsünden nach 1990 beseitigt, sehr erfolgreich. Und das ist das eine. Das heißt übrigens auch jetzt für die heutige Zeit in ganz Deutschland. Es muss immer deutlich werden, die unterschiedlichen politischen Konzepte, das ist kein Parteienstreit, sondern es ist ein Wettbewerb und unsere Antworten auch auf diese Frage sind andere. So, jetzt ist die Wahl gelaufen, die Wahllokale sind geschlossen, es gibt ein Wahlergebnis und wir sind Demokraten und wir müssen mit diesem Wahlergebnis umgehen. Und ich bin dazu bereit, das wird seine Zeit jetzt dauern, aber Menschen, die eben wirklich das Land in den Mittelpunkt stellen, die Demokraten sind, werden eine Lösung finden. Ich bin dazu bereit. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich finde nämlich, dass ein solcher Wahlerfolg nie eine Person alleine ist. Da ist viel in Sachsen passiert, aber ich bin der Frau Parteivorsitzende Annegret Kamp-Karrenbauer sehr dankbar für ihre Unterstützung. Ich wüsste jetzt kein Thema, bei dem wir inhaltlich eine unterschiedliche Meinung haben. Ich könnte Ihnen aber viele Dinge sagen, wo sie auch ganz persönlich mir geholfen hat. Das ist sicherlich bei der Frage des Wahlkampfs, aber es geht vielmehr um bundespolitische Themen. Die Fragen, die die neuen Länder brauchen, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja etwas, was auch jetzt in den letzten Monaten zugenommen hat. Immer dieses Reden über den Osten, wie schwierig das ist, ohne auch nur im Ansatz eine konkrete Antwort zu geben, was man anders machen kann. Wir beide
haben zusammen mit anderen an vielen Stellen dafür gesorgt, dass Dinge anders werden, indem wir mehr für Forschung und Entwicklung machen, indem beim ganzen Thema Strukturwandel die infrastrukturellen Defizite behoben werden können, die Zusagen an die Gewerkschaft gehalten werden und. Und von daher will ich das mal so sagen, der Beitrag ist viel größer und ich bin dafür dankbar und ich werde das auch immer wieder so genauso sagen. Danke. Herr Senfleben. Ja, auch bei uns gab es die Wahlkampfphase mit der Zuspitzung, die wir auch versucht haben, ob am Ende Herr Woidke oder ich Regierungschef werden können. Weil wir natürlich wussten, wenn am Ende die Debatte allein darauf hinausläuft, wird die AfD stärkste Kraft oder nicht, dann ist es für uns etwas schwieriger, diesen Wahlkampf auch zu bestehen. Am Ende, aber Sie kennen das Ergebnis, hat sich dann eher die eine Frage durchgesetzt. Und wir haben bereits gestern mit Herrn Woidke vor 18 Uhr telefoniert und gesprochen. Und Sie können davon ausgehen, dass also nach einem Wahltag man in der Lage sein muss, auch zwischen Parteien Brücken zu bauen, auch zwischen Personen Brücken zu bauen. Und deswegen geht es zuallererst jetzt um Inhalte. Und wenn die Inhalte stimmen für Brandenburg, und da will ich ganz deutlich sagen, es geht um Brandenburg, aber auch sehr viel in Verhandlungen mit Berlin. Es ist gerade davon gesprochen worden, Strukturfragen, die zu entscheiden sind, die werden noch weiterhin auch zu diskutieren sein. Und da können wir uns natürlich als Brandenburger gerne auch mit den Berlinern oder den Bundesregierungskollegen auch entsprechend zusammen für die richtigen Dinge einsetzen. Und wie vorhin gesagt, die Optionen sind klar auf dem Tisch. Rot-Rot-Grün hat in Brandenburg eine Stimme Mehrheit. Das wird also knapp werden. Und deswegen stehen wir bereit für Gespräche mit SPD und Grünen für eine Kenia-Koalition in Brandenburg. Aber zuallererst geht es um Inhalte und nicht um die Personen, die mit dabei sind, sondern um Inhalte und das, was wir auch oder gemeinsam vereinbaren können. Und da habe ich schon die Themen vorhin genannt. Wir sind in Brandenburg so alt wie die Kollegen in Sachsen, was das Bundesland angeht. Und wir sind seit Jahren hinter den Sachsen, wenn es um Bildungsvergleiche geht. Das muss besser werden, das müssen wir auch entsprechend ändern. Wir haben eine große Herausforderung, dass in ganz Brandenburg Menschen mit dem Zug fahren können, damit sie als Pendler auch sicher und gut auch zur Arbeit und nach Hause kommen. Wir müssen mehr tun für Sicherheit, gerade in den Grenzregionen. Wir müssen mehr tun für Funkverbindungen in ganz Brandenburg. Wir sind das Land übrigens mit den schlechtesten Ärztequoten. Also wir haben die wenigsten Ärzte pro Einwohner. Also es gibt so viele Hausaufgaben, die zu unternehmen sind, dass wir nicht Zeit haben, uns jetzt lange zu verkriechen und zu trauern, sondern jetzt geht es an die Arbeit, anpacken, ein bisschen Freude dabei haben und auch mutig sein, weil die Entscheidungen, die vor uns liegen, brauchen ein bisschen Mut. Und dafür sind wir auch gern bereit, das mit anzupacken. Kurze Antwort noch auf die Frage Grundsatzprogramm. Wir sind im Plan. Wir hatten ja gesagt, zuhören. Dann sind die Fragen entwickelt worden. Die sind auch mal an die Partei zurückgespielt. Wir bekommen jetzt über die letzten Wochen eigentlich permanent auch die Rückantworten. Was sind so die Vorschläge aus der Partei? Daraus werden wir die sogenannten Antworten formen und sobald das passiert ist, werden wir damit auch auf die Antworttour gehen. Und ich bin fest entschlossen, auch bei dieser Antworttour mit dabei zu sein, ob ich sie alleine ganz mache oder ob wir uns das mit mehreren teilen. Das sehen wir dann, aber ich werde auf jeden Fall auch noch mal mit vor Ort sein. Herr Delfs, letzte Reihe rechts. Ja, auch eine Frage an Frau, an die Parteivorsitzende, Frau Kamm-Karrenbauer. Sie hatten heute Morgen in der ARD gesagt, auf die Frage, ob man ein Viertel der Wähler außen vor lassen könne. Ja, wir können. Können Sie das nochmal kurz erklären, was Sie damit meinen? Das klang so ein bisschen so, als ob Sie diese 25% auch schon abgeschrieben hätten. Und dann noch eine Anschlussfrage. Sie haben eben mehrfach von diesen Hürden gesprochen, über die Sie nicht ganz rübergekommen sind oder gerissen haben. Ich weiß es nicht. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was Sie eigentlich konkret damit meinen? Welche Hürden waren das? Also erst mal, was die Hürden anbelangt, darüber haben Sie ja hinlänglich berichtet. Insofern brauche ich das hier nicht zu vertiefen. Und zum Zweiten, ich habe heute Morgen sehr deutlich gesagt und auch eben wiederholt, wir machen Politik für alle Wählerinnen und Wähler, egal ob sie uns gewählt haben oder nicht. Aber die Frage drehte sich um den Punkt, ob wir mit der AfD koalieren werden. Und das habe ich ganz klar verneint. Herr Gattmann, dritte Reihe. Etwa in der Mitte. Meine Frage geht primär an die Parteivorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer. Sie haben ja das Werkstattgespräch angekündigt, morgen in Sachen Klima. Sie haben ja auch mit Blick aufs Klimakabinett dann noch zwei entscheidende Wochen als Union vor sich. Jetzt gibt es ja in Ihrer Partei Vertreter, die sagen, wenn man sich die Ergebnisse von gestern anguckt, insbesondere auch die Ergebnisse der Grünen und der AfD, dann zeigt das, dass es die Union vielleicht nicht übertreiben sollte in Sachen Klimaschutz.
Ist also davon auszugehen, dass Sie die ganze Sache jetzt mit etwas angezogener Handbremse und mit mehr angezogener Handbremse angehen werden als ursprünglich geplant? Und mich würde auch interessieren, wie die beiden Vertreter aus Sachsen und Brandenburg das sehen und was sie sich wünschen von ihrer Partei bei dem Thema. Wir machen das Werkstattgespräch morgen und das, was wir in die Verhandlungen auch in die Bundesregierung als Partei einbringen, nach einem Kriterium. Und das ist das Kriterium, wie können wir die vereinbarten Klimaschutzziele erreichen und wie machen wir es so, dass es wirtschaftlich gut ist, dass die Menschen dabei mitkommen, dass wir Innovationen nach vorne setzen, dass wir nicht mit Verboten anfangen. Das sind die Grundfragen, die wir haben. Dazu hat ja Andi Jung und hat auch Georg Nüßlein von der CSU mit anderen den ganzen Sommer über gearbeitet, haben Vorschläge auf den Weg gebracht, Vorschläge im Übrigen, die über ein entsprechendes Mitwirkungstool auch in der Partei von vielen, vielen Mitgliedern auch diskutiert worden sind. Und morgen geht es im Werkstattgespräch darum, dass wir das noch einmal mit den Experten besprechen. Es wird Professor Edenhofen dabei sein zum Thema Bepreisung. Wir werden aber eine Werkstatt haben, zum Beispiel zum gesamten Thema Wald- und Klimaschutz. Was heißt das konkret? Und diese Punkte, auch nach den Klärungen morgen, werden wir uns verständigen, spätestens am 16. September, was unsere Haltung als CDU ist. Und mit der Haltung werden wir dann auch in die entscheidenden Gespräche ins Kabinett gehen. Herr Senftlin oder Herr Kretschmann waren auch angesprochen. Naja, Sie wissen ja, dass wir in Potsdam, Brandenburg eine ganze Reihe von Instituten haben, die sich mit dem Thema Klimaveränderung beschäftigen. Und ich habe mich auch im Wahlkampf mit den Experten da vor Ort getroffen. Und da ist klar, unabhängig von der Frage, was wir uns vielleicht wünschen, die Klimaveränderung ist da, sie ist vorhanden. Sie ist nicht mehr umkehrbar, sie ist aber aufhaltbar. Das ist die entscheidende Botschaft. Und jetzt liegt es an uns zu sagen, wie wollen wir die Klimaschutzziele erreichen? Und ich glaube, dass wir da auch als Union eine Antwort geben müssen und dass die Menschen ein Recht darauf haben, von uns auch zu erfahren, wie wir uns die Thematik stärker vorstellen, wie wir die verschiedenen Interessen auch versuchen wollen, unter einen Hut zu bekommen. Und wenn wir in Brandenburg und auch in Sachsen aus der Kohle aussteigen, dann leisten wir natürlich unseren Beitrag zur CO2-Reduzierung. Aber es geht darüber hinaus. Es geht um die Frage, ob wir auch zukünftig bei der Gebäudesanierung mit steuerlichen Anreizen arbeiten, um da auch die Investoren und die privaten Häuserbauer zu entlasten. Es geht um den Verkehrssektor. Das habe ich vorhin schon gesagt. Die Brandenburger wollen umsteigen von dem Auto in die Bahn. Aber da muss ja auch die Bahn fahren können, aber nicht erst in 10, 15 Jahren, weil wir Ewigkeiten brauchen bei der Planungsgenehmigung, sondern müssen da auch schneller werden. Da müssen auch die Grünen sich bewegen, wenn sie da mitmachen wollen auf diesem Weg. Also es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben. Und deswegen müssen wir mit Themen auch vorangehen. Wir dürfen Menschen nicht verunsichern, aber wir dürfen als Partei nicht hinter der Entwicklung in der Gesellschaft zurückbleiben. Und darauf Antworten zu finden, ist besser in einem Werkstattgespräch mit Experten und mit der Partei gemeinsam, als wenn wir uns das sozusagen nur im kleinen Kreis überlegen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass morgen auch ein guter Auftakt in diese Dinge dann auch mit dabei sein wird. Und dann werden wir uns im Bundesvorstand darüber unterhalten müssen in wenigen Tagen und Wochen. Und wir werden als Brandenburger einen Beitrag leisten. Wir haben angekündigt im Wahlkampf, wir wollen ein Brandenburger Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, was auch ganz bewusst Bundesinhalte mit übernimmt, aber auch eigene Landesschwerpunkte setzt, zum Beispiel mehr investieren in den Wald, mehr investieren auch in andere Fragen, aber auch zum Beispiel Plastikmüllvermeidung in öffentlichen Einrichtungen. Das sind alles Themen, wo wir auch als Land, als Länder mit unserem Beitrag leisten können, wenn es darum geht, die Klimaschutzziele zu erreichen. Ja, ich meine, dass es so wie das jetzt im Ungefähren ist, wahrscheinlich die schwierigste Situation überhaupt ist. Es muss jetzt konkretisiert werden. Am Ende ist für uns als CDU klar, es ist ein Dreiklang. Ökonomie, Ökologie und die soziale Frage. Erfolgreich wird das Thema Klimaschutz nur sein, wenn dieses Dreieck funktioniert. Und deswegen jetzt die konkreten Vorschläge rauskommen aus dem Absoluten und Radikalen von beiden Seiten, diejenigen, die überhaupt keinen Klimaschutz wollen, die das alles Unfug finden und diejenigen, die auch jegliche Instrumente nutzen würden, auch wenn sie im Zweifel Deutschland schaden würden. Und wenn es der CDU gelingt, hier ein gutes Angebot zu machen, einen guten Weg aufzuzeigen, dann schafft sie es auch, Menschen zu begeistern, da mitzumachen. Denn es muss uns immer klar sein, das, was hier vor uns steht, ist ein gewaltiges technologisches Projekt. Das gelingt nur,
wenn junge Leute, die heute noch in der Schule sind oder jetzt gerade ihr Abitur machen, für sich sagen, ich will da dabei sein. Ich gehe in diese Studiengänge oder in diese Ausbildungsberufe, die dafür notwendig sind, um diesen Prozess auch hinzubekommen. Und je konkreter und fassbarer das wird, desto besser ist es. Und man kann auch denjenigen entgegentreten, die jetzt vielleicht Sorgen haben und aus den Sorgen heraus dieses Thema so beiseite wischen wollen. Die letzte Frage geht an Herrn Rinke. Eine Frage an die Parteivorsitzende. Wir haben ja noch eine dritte Landtagswahl im Osten Thüringen. Und eine Forderung, die eigentlich aus allen ostdeutschen Ländern erhoben wurde, war eine Einigung bei der Grundrente als positiven Beitrag. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie nun verstärkt darauf hinarbeiten oder auch sicher sind, dass vor der thüringischen Landtagswahl nun das Thema Grundrente erledigt wird in der Großen Koalition. Und eine Frage an Sie drei. Es hat ja eine erbitterte Debatte gegeben, ob das Engagement oder die Aktivitäten der Werteunion und von Herrn Maaßen eigentlich hilfreich oder schädlich für einen Wahlkampf waren. Da würde mich vor allem die Meinung der beiden Wahlkämpfer interessieren. Also zur Grundrente kann ich nur sagen, wir wollen eine Lösung. Wir haben im letzten Koalitionsausschuss ja darüber gesprochen. Und das Verfahren ist festgelegt und wir werden mit einem System, wie eine Lösung aussehen kann, uns auch innerhalb einer Koalitionsarbeitsgruppe befassen. Es ist auch von Seiten der SPD nochmal deutlich gemacht worden, dass sie kein Problem sieht durch ihre parteiinternen Termine, dass diese Arbeit nicht zügig in Angriff genommen und vorangetrieben werden kann. Insofern bin ich eigentlich zuversichtlich, dass bei allen Beteiligten der Wille besteht, eine wirklich gute und zielführende und auch vertretbare Lösung bei der Grundrente in den nächsten Wochen zu präsentieren. Zum Thema Werteunion habe ich keinen Gesprächsbedarf. Der Wahlkampf ist zu Ende. Und das Ergebnis ist so, dass es gut ist für den Freistaat Sachsen. Zum Thema Grundrente will ich Ihnen sagen, die Erwartungshaltung ist ganz klar. Vor allen Dingen die gebrochenen Erwerbsbiografien nach 1990, also die Menschen, die in großer Zahl unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten sind, erwarten hier eine Lösung, die sie in dieser Situation auffängt. Das ist versprochen worden. Und was man verspricht, muss man halten. Und je früher, desto besser. Vielen Dank. Oder dem würde ich mich auch gerne anschließen, weil das Thema Grundrente uns natürlich auch in Brandenburg sehr beschäftigt. Und deswegen, ich weiß noch sehr genau, als wir uns am Jahresanfang getroffen haben in Potsdam zur Klausur, da haben wir auch dazu Vorschläge gemacht. Und ich habe gespürt, dass danach eine große auch Zustimmung bei uns in Brandenburg da war. Und die Menschen auch von uns erwarten, dass die Grundrente kommt, dass sie umgesetzt werden kann. Und dann müssen sich die Partner auch vereinbaren. Und wie schon eben gesagt, je früher, desto besser. Umso klarer vor allem für die Rentnerinnen und Rentner, die derzeit eben nicht genügend Rente haben aufgrund der geringen Einkünfte zu ihrer Arbeitszeit. Und das andere Thema, ich kann auch nur sagen, wir haben jetzt nicht erkannt, dass in den Wahlkreisen, wo Herr Maaßen aufgetreten ist, die Zahlen besser waren. Und deswegen geht es, glaube ich, darum, dass wir jetzt zuallererst lernen als CDU, die Menschen erwarten von uns, unsere Wähler gerade von uns erwarten, dass wir auch gut über uns selber sprechen und so wie wir auftreten als Union. So gibt es auch ein bisschen das Signal ins Land hinein. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass auch alle Kolleginnen, auch der Werteunion, sich daran beteiligen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und dann wären wir auch ein Stückchen weiter. Vielen Dank. Für die Menschen, die bedürftig sind. Okay. Vielen Dank für Ihr Kommen und wir freuen uns, Sie morgen zu sehen. Meine Damen und Herren, das war also die Pressekonferenz der CDU nach den Wahlen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am 27. Oktober wird bereits in Thüringen gewählt. Mal sehen, was die CDU bis dahin den Wahlkämpfern in Thüringen noch mit auf den Weg gehen kann. Denn eins ist klar, es geht um Sacharbeit. Und schon morgen gibt es hier ein großes Werkstattgespräch der CDU zur Klimapolitik. Und dann wird das Ganze wohl gipfeln in einem Beschluss des Kabinetts Ende September. Und